mein Bruder hat mir was Lustiges geschickt, und zwar, wie sich das Google-Search-Verhalten in der Welt geändert hat. Willst du mal hören, also wie oft ein Begriff sozusagen gesucht wurde auf Google, mhm, und zu wie viel Prozent sich das gesteigert hat, okay? Mhm, und du darfst raten, um wie viel Prozent das hochgegangen ist. Ja. Also, do-it-yourself haircut. Um wie viel Prozent ist das hochgegangen? 90%. Das habe ich auch schon gegoogelt. Um 300%. Wow. Dann Online-Kirche. 10%. 400%. Wirklich? Brotbackmaschine. 500%. 450%. Aber mehr als Kirche, ne? Ja, ein bisschen mehr als Kirche. Ja, sehr gut. Bidet. Ach, come on, wirklich? Wirklich, Leute? Ja. Ihr könnt auch mit der Dusche euer Arschloch abspülen. Meinst du, Leute kaufen sich ein Bidet und lassen sich das zu Hause einbauen, weil es beim fucking Edeka kein Klopapier mehr gibt? Really? Ich weiß es nicht. Seid ihr so bescheuert? Aber es ist, Alter, auch um 470, no 470 Prozent nach Umgang. Ihr habt alle Zigaretten-Delivery. Was? Zigaretten-Delivery. 1000%. Nee, auch 480%. Dann, das ist wahrscheinlich eher für Amerika, Munition. 500%. 490%. Ja, war ich ja fast richtig. Mehl. Ach Gott, Mehl gibt's gar nicht. Weißt du, es gibt gar kein Mehl. Es gibt einfach kein Mehl. 500%. Ja. Hanteln. Hanteln habe ich auch schon bestellt. 600%. Nee, ist bei 750%. Ohne Scheiß, ich und habe Hanteln jetzt bestellt. Pass auf. Recycelbares, also eco-friendly Toilettenpapier. 300%, 1700%. 1400%. Ey, Alter, die Leute, ohne Scheiß, alles okay, alles voll gut, ne? Aber die Leute, die Bidet gegoogelt haben, was denken die? Bis jemand gekommen ist und euch ein Bidet eingebaut hat, ne? Vergehen sechs Monate. Was denkt ihr denn? Mindestens. Meint ihr wirklich, dass wir jetzt 7 Jahre lang, dass sich diese Investition lohnt? Da steigt ihr halt kurz aber, in eure nicht benutzt, Dusche bitte, rein. Wenn du es nicht benutzt, kannst du aber theoretisch Eiswürfel reinkippen und da dein Bier kühlen drin. Das ist, glaube ich, nicht in dem Ding, wo man sonst seinen Arsch reinhält. Das ist eine richtig, richtig schöne Vorstellung. Oft nehmen wir uns ja so ein bisschen Zeit, mit so die ersten Schlücke Bier zu trinken. Und ich dachte, heute können wir vielleicht einfach mal damit ein bisschen schneller loslegen, damit wir einfach zum Zug kommen, damit die Leute ein bisschen sich was hinter die Binde kippen können und dass wir beide uns ein bisschen auflockern, denn wir haben ja heute Großes vor. Ja, wir werden heute Leute anrufen und die kennen wir noch nicht und werden sie in Gespräche verwickeln müssen. Und deswegen haben wir beide doll Angst. Ich habe keine Angst. Ich glaube, du hast Angst. Du bist ja generell ein ängstlicherer Mensch als ich. Ja. Sehr oft machen viele Dinge Angst. Ich habe ja eigentlich, bin ja recht furchtlos in meinem ganzen Agieren und so. Von daher, ich habe dir heute ein Bierchen mitgebracht. Ein schönes bayerisches klassisches helles. Ich habe es bereits in der Hand. Du hast es bereits in der Hand und es ist ein Fürst Wallerstein Hell. Und das ist eine Brauerei, die ist im Nördlinger Ries in Bayern ansässig und ist eine alte Familie, die Brauerei schon seit, ich glaube, 1598 immer am gleichen Standort betreibt. Und das ist zwar keine Mini-Mini-Brauerei, aber es ist auch keine riesige Brauerei. Die haben 40 Mitarbeiter, Pi mal Daumen, und produzieren im Jahr, ich glaube, 60.000 Hektoliter Bier. Und die haben so ein Dutzend verschiedene Biere, ein paar saisonale Biere. Aber die beiden Hauptsorten sind eigentlich das Hell und das Weißbier von denen. Und ich muss sagen, ich finde eine Sache besonders cool, ist das Design der Flasche. Das ist diese klassische Euroflasche, die gibt es übrigens auch in den 033 Euroflaschen, die ich echt super
Und ich glaube, die ist auch gut fürs Pfandsystem, diese Flasche, glaube ich, weil die ist nämlich nicht als Flasche graviert. Die ist, glaube ich, sehr Standard und da ist genau keinerlei, wie sagt man, Reinfräsungen oder keine Individualisierung im Glas, sondern nur durchs Label und durch das, was dir ja sehr wichtig ist, den bedruckten Kronkorken. Genau, das ist ein stylischer, bedruckter Kronkorken. Ich finde das ganze Label ziemlich nice. Es ist halt das, ein Wappen und da draußen ist die sozusagen die der Schatten, also der Schatten eines Schlosses und ein blaues Andreaskreuz im Hintergrund und irgendwie, das ist alles, das Label ist stimmig, würde ich sagen. Ich finde, die Farben sind sehr schön. Es ist so beige und hellblau. 5% Alkohol, 11,7% Stammwürze. Was ich spannend finde, ist, da steht im Felsenkeller gebraut. Das nehme ich mal an, sind die Keller der Brauerei. Ah, nee, also nein, im Felsenkeller gereift, nicht gebraut, um Gottes Willen. Gereift. Ja, vielleicht ist es da auch gebraut, wer weiß das schon. Who knows? Jedenfalls ist es ein altes Bier, aber man hat das Gefühl, das ist irgendwie eine. Da ist ein junges Team dahinter, die sind dynamisch, also was man so auf der Website liest, eben die haben sich erneuert. Das Label ist eigentlich ein Retro-Label aus den 60ern mit ein bisschen neuer Aufmachung und ja, sind auch auf Insta und auf Facebook ganz aktiv. Ich bin gerade auf der Facebook-Seite von denen und die haben auf ihrer Facebook-Seite, das musst du mir erklären, weil du dich besser auskennst, haben die auch ein Ding von Schloss Baldern. Schloss Baldern ist aber ein Schloss in Baden-Württemberg, das weiß ich zufällig, weil ich da mal mit der Schule eine Fahrt hingemacht habe aufs Schloss Baldern, als ich noch ein kleines Kind war. Gehört denen das also quasi auch? Das glaube ich nicht, das weiß ich aber nicht, das glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt, aber keine Ahnung. Fürst Wallerstein, Schloss Baldern, ja. Ja, vielleicht Fürst Wallerstein / Schloss Baldern. Also das hier liegt auf jeden Fall in Nördlinger Ries, also das müsste in Bayern sein, nicht in Baden-Württemberg. Mhm. Was gibt es dazu noch zu sagen? Es gibt es auch immer wieder mal mehr, ich sehe das auch immer mehr in Berliner Spätis und die sind eigentlich, haben einen ganz guten nationalen Vertrieb. Die gibt es bei, auch keine Werbung machen, aber bei Getränke Hofmann kann man das natürlich kaufen. Flaschenpost in dieser Zeit ganz gut. Die liefern zwar nicht überall, aber in so gewissen Ballungszentren und ja, ich würde sagen, genug der Worte. Lassen wir das Geröff sprechen. Genau, und hier kommt es. Fürst Wallerstein hell. So, jetzt ich. Klongig. Das ist wie so ein kleiner Schuss des Glücks, der da. So ein ganz, ganz kurzer, freudiger. Es erinnert ein bisschen an Neujahr, finde ich. meins war nicht so spritzig vom Geräusch, sondern mehr so kloing. Aber ich rieche gerade dran. Ich muss sagen, das ist ein untypisch fürs Helle. Es riecht fast wie ein Pilz, wenn ich jetzt so rieche. Es hat eine schöne Zitrusnote irgendwie obendrauf. Ich trinke jetzt mal einen großen Schluck aus der Flasche daraus, weil die liegt gerade so dick und kühl in meiner Hand. Da habe ich jetzt irgendwie Böcke drauf. Ja, habe ich auch Bock drauf, okay. Ja, geht gut runter, ne? Das ist auf jeden Fall. geht ach, gut. Es ist schön. Das ist immer schön. Der erste Schluck von Bier ist einfach ganz oft der beste. Vor allem, weil das Wetter auch so schön ist draußen. Ne? Man hat dann schon sofort so. Man hat einfach Lust. Man hat einfach Lust drauf. Ich muss sagen, ich vermisse das wirklich so im. Keine Ahnung, im Biergarten sitzen oder draußen sitzen und ein Bierchen trinken. Auch wenn Drosten immer sagt, man darf nur aus der Flasche trinken. Aber ich finde es schon schöne Farbe. Schaum verflüchtigt sich relativ schnell. Findest du? Meiner steht wie eine Eins immer noch. Also sehr süffig. Gold, gelb, gute Kohlensäure, würde ich sagen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben ja jetzt schon öfter bei den IPAs oder so gehabt, dass wir so ein bisschen das Maufern mit der Kohlensäure, nicht wahr? Also hiervon kann man schon locker, würde ich sagen, so an einem langen Tag 5-6 gehen schon mal, an einem langen Nachmittag gehen schon mal runter, würde ich sagen. Ich bin ja nicht so, im Gegensatz zu dir und vielen Berlinern ja gerade, bin ich ja nicht so ein Tegernseher und Augustiner Trinker. Ich trinke ja dann, wenn, einen Pilz, aber das hier finde ich,
geht tatsächlich ganz gut weg. So. Außerdem esse ich gerade mein Bananenbrot dazu und muss sagen, dadurch, dass das jetzt nicht so doll bitter ist, passt wahrscheinlich ganz gut dazu. August und ich haben beide ein Bananenbrot gebacken in diesen schweren Zeiten und haben sie auf Instagram gepostet. Und jetzt haben wir uns jeweils ein Stück Bananenbrot zum Podcast dazu geholt. Und dieses Bier passt hervorragend zu einem Stück Kuchen. Und letzte Folge haben wir ja noch gesagt mit den Golden Ales, ne, dass die zu Süßspeisen und Kuchen und Cookies gut gehen. Ja, genau. Ich glaube, genau. Helle gehen da auch gut bei. Ich glaube auch. Die haben keine Empfehlungen zu... Was man dazu essen sollte, auf der Homepage habe ich das nicht gesehen. Wir geben die erste Empfehlung, Bananenbrot. Bananenbrot passt. Ich habe in meinem Bananenbrot auch ein bisschen Chocolate Chip und so reingeschummelt. Und ja, Walnüsse? Und ein bisschen, ja, ich habe Pekannüsse reingetan, aber das war umso besser. Mhm. Ist ja eigentlich, Pekannuss ist fast mittlerweile meine Lieblingsnuss. Es war lange Zeit... War es die Paranuss, aber jetzt ist es gerade abgelöst worden von der Pekannuss. Die Pekannuss hat auch so Wellen obendrauf, ne? Und die Paranuss ist wie so ein Mond, richtig? Genau, die erinnert so an die Pekannuss erinnert an die Walnuss, aber sie ist ein bisschen süßer und nicht so bitter. Und ein bisschen straighter. Nicht so wie ein Gehirn, sondern wie so ein Weg von der Form. Es ist wie das Gehirn eines simplen Menschen. Eichhörnchens. So ungefähr. Von der Größe, meinst du, von der Realgröße? Von der Realgröße und der länglichen Form des Kopfes her gesehen. Also es passt gut zu Eichhörnchen-Gehirn, dieses Bier. Nein, aber ich find's gut und ich finde, das steht dem Tegernseher und dem Augustiner in nichts nach. Also ganz im Gegenteil, ich finde, das ist hat auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal durch eben diese Zitrusnote, die ich finde, die hier ein bisschen klarer im Geruch rauskommt. Von daher, was geben wir denn jetzt? Sollen wir das schon bewerten jetzt? Ich finde, wir können gerne später nochmal aufs Bier zurückkommen, wenn wir die Telefonate hinter uns gebracht haben. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, wie gesagt, ich mag ja auch gerne andere Biere als Helles, aber ich würde ihm geben 9 von 10. Weil es mir von den Hellen, die wir bis jetzt getrunken haben, am besten schmeckt und weil ich das Etikett sehr schön von den Farben finde und weil ich mit der Schule mal auf Schloss Baldern war und das vielleicht dem auch gehört und weil ich enorm gute Laune habe, weil mir so langweilig war die letzten Tage und wir endlich wieder Podcast machen und ein Bier zusammen trinken und Bananenbrot und mir geht's gut, das Bier passt super dazu und lebe der Podcast, ja, so. Es lebe das Bier. Es lebe Bier generell und es lebe dieses Helle. Ich gebe dem auch 9 von 10. Ich würde ihm einfach eine solide 8 geben, aber ich muss auch sagen, dass... Ist vielleicht ein bisschen stimmungsabhängig jetzt auch gerade, muss ich zugeben, aber was soll's. Das Etikett gibt ihm nochmal einen extra Punkt und die Farben. Von daher, es ist auch ein sonniger Tag. Und wir müssen auch nochmal appellieren, kauft Bier, den Brauern da draußen geht es teilweise nicht sonderlich gut. Da gibt es ich habe gerade einen Artikel gelesen von einer 400 Jahre alten Familienbrauerei in Bayern, die pleite gegangen ist und also es ist keine gute Zeit, es gibt keinen Absatz, die Gastro hat nicht offen, also ja. Leute, bestellt euch ein paar Bier nach Hause. Aber achte, meine Mutti hat mir heute, habe ich ausgedruckt, einen Artikel geschickt, der bei ihr in einer Tageszeitung war. Mhm. Bund greift Brauereien unter die Arme, Stundung der Biersteuer möglich. Endlich. Also sie betonen, es ist kein Zuschuss, aber es ist zumindest ein eine Stundung für die Biersteuer und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, also gerade natürlich, geht jetzt natürlich für die, bei denen besonders hart zu, die jetzt natürlich auf so Festen und draußen und so große Sachen gemacht haben, die haben jetzt natürlich ihr Bier und das wird ja natürlich auch irgendwann schlecht. Das ist, glaube ich, richtig bitter. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die ganz Kleinen, die dann auch richtig leiden. Ich habe gerade hier bei meinen... Du weißt schon,
bei meinen Boys, bei den Superfreunden. Die haben so einen super coolen Online-Shop jetzt ihr erinnert euch, das waren die aus Hamburg, die dieses Happy Fucking Days. In die Birte verliebt ja, ist. Die so ein bisschen, ja, die so ein bisschen, die coolen, ja, die coolen Boys mit dem Bartöl, die uns geschrieben haben, dass sie gar kein Bartöl benutzen. Whatever. Die haben einen super Online-Shop, da kann man auch Merch kaufen, da habe ich uns das glaube ich erst, wenn ich deren Bärte angefasst habe. Das ist klar, ja, das, wir werden die nochmal, hoffentlich werden wir die mal anfassen. Wie auch immer, ich habe da zwei, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Zwei Biergläser bestellt mit Skeletten drauf und ein T-Shirt. Ja, das T-Shirt sah cool aus. Ja, sehr, die haben cool richtig aus. coole Shirts und coole Sachen und coolen Merch. Und das kann man wirklich auch gucken. Natürlich nicht nur bei denen, sondern auch bei allen anderen Lieblingsbrauereien. Man kann Bierpakete bestellen. Ganz viele Leute machen Insta. Also hier gerade diese ganzen Shops, wo man Bier, Craft Beer bestellen kann, Craft Beer Shop, Beer Wolf, Craft Beer Rockstars und. Es gibt so viele, von denen machen ganz viele Probierpakete, Insta, Live-Stories, da könnt ihr euch das Bierpaket bestellen und dann machen die dazu ein Live-Video und trinken es mit euch zusammen und so. Unterstützt die, helft ihnen. Okay, also, Schaumgeboren. Ein Podcast. Was? Wieso sagst du jetzt einen Podcast? Okay, dann sagst du einen Podcast. Ich sag zwei Telefonate. Schaumgeboren. Ein Podcast. Zwei Telefonate. Na, du bist ein Arschloch. Du bist drei Arschloch. Drei Bier trinke ich vielleicht heute noch. Es ist eine hervorragende Zeit gerade, um neue Biere auszuprobieren. Und zwar jetzt ist man halt ist nicht die Zeit von Kampfsaufen und von Partysaufen, sondern jetzt ist gerade vielleicht die Zeit von ein bisschen mehr Feinschmecken. Und deswegen lege ich auch echt allen ans Herz, kauft euch ein paar neue Geschmacksknospen, weiterbilden, kauft euch ein paar Biere, kauft euch einen Wallerstein, hey, kauft euch das, was wir hier probieren, was die anbieten und ja, bildet euren Biergeschmack fort. Das ist doch... Genau. Übrigens, ich muss dir was erzählen, bitte. Ja. Meine Mutter hat letzte Woche zum allerersten Mal unseren Podcast gehört. Nein. Folge 26. Es hat 26 Folgen gebraucht, bis meine Mutter endlich dazu gekommen ist, diesen Podcast mal zu hören. Wenn ich meinen 26. Film gemacht habe, dass sie den dann auch vielleicht dann mal schaut. Aber Jenny fand es aber doch gut, hast du gesagt. Ja, da hat sie gesagt, das ist das Beste, was du je gemacht hast. Und zwar zu Recht. Das stimmt. Ja. Nicht der, wo man so schlecht draufkommt und du stirbst immer und so. Ja, das stimmt. Meistens bin ich auch so Unsympathen. Also das fand meine Mutter tatsächlich sehr, sehr gut. Aber sie war sehr beeindruckt von dem Podcast und sie fand vor allem, dass du, alles, was du gesagt hast, natürlich fand sie sehr lustig und sehr gut. Bei mir hat sie nicht so viel über mich gesagt, aber über dich hat sie das, fand sie ganz toll. Und fand die auch nicht schlimm, dass ich so Ausdrücke immer benutze und so? Nein, sie fand es vor allem gut, wie du gesagt hast, ist dieses Thema, dieses Corona-Thema, also omnipräsent ist und man gar nicht so wirklich runterkommt. Und damit konnte sie sich sehr gut identifizieren. Da habe ich sie abgeholt, ne? Du hast sie abgeholt. Du hast sie abgeholt und sie hat heute angefangen, Folge 25 zu hören, unsere Jubiläumsfolge. Ach toll. Also ich glaube, wir haben einen neuen Follower. Oh. Aber du, bevor es weitergeht, wir müssen uns beeilen, bitte, weil wir haben ein Zeitfenster einzuhalten. Ja. Und zwar, du musst jetzt. Ich mach das jetzt, deinen Surprise-Anruf anrufen. Genau, also ich mache das jetzt mal ganz kurz. Ich habe dir in der letzten Folge gesagt, es gibt bei WikiHow, dieser Internet-Suchseite, wo alles erklärt wird, was es gibt, professionell oder auch semi-professionell, gibt es ein, wie sollen Mädchen, die noch nie mit einem Jungen telefoniert haben, das machen und wie sollen Jungen, die noch nie mit einem Mädchen telefoniert haben, das machen. Da gibt es verschiedene Tipps. Smooth und lässig sein. Genau. So, ja, das ist ja wichtig. Die haben wir uns ausgedruckt und die werden wir jetzt genau befolgen in diesen Anrufen jeweils. Richtig? Genau. Richtig. Das ist zum Beispiel, soll ich die Punkte nochmal kurz sagen oder machen wir das jeweils vor dem Anruf? Sag mal, deine Punkte sind ein bisschen anders als meine, aber sag mal deine. Also hier kommen jetzt die Punkte, die Birte beachten muss bei ihrem Telefonat. Also an alle Xiaomis da draußen, schaut drauf, wenn die Birte das nicht einhält, dann gibt es Minuspunkte. Genau, also ihr könnt gucken bei WikiHow. Denke darüber nach, was du sagen willst, ist Punkt 1. Man soll zum Beispiel sagen, stelle ihm Fragen wie war dein Fußballtraining gestern oder über was schreibst du deine Hausarbeit? Punkt 2, entspanne dich, also erstmal Themen aufschreiben, dann entspannen,
tief durchatmen, wenn du zu zittrig bist oder dich unwohl fühlst. Du bist natürlich gerade ziemlich zittrig. Ich bin total, ich bin so zittrig. Ja, ja. Ich nehme gleich noch einen Schluck. Drittens, finde die richtige Begrüßung. Zum Beispiel, hey, hier ist Marie, wie geht's dir? Mhm. Okay. Dann stelle fesselnde Fragen. Zum Beispiel, was denkst du von dem Film von letzter Woche? Oder du hast dir doch dieses Videospiel gekauft, wie findest du das? Versuche als lustigen Eisbrecher über schlechte Erfahrungen bei ersten Verabredungen zu sprechen. Ah ja. Ah ja, okay. Und höre zu, unterbrich ihn auf keinen Fall und denke nach, bevor du antwortest. Das finde ich schon fast frauenfeindlich, dass das da drin steht. Steht es bei den Männern auch? Was? Denke nach was? Denke nach, bevor du antwortest. Okay, Hashtag okay. Feminism. Ihr seid Schweine. Okay. Dann zum Beispiel, das Videospiel habe ich noch nie gespielt, aber ich liebe Strategiebrettspiele. Oh, wow. Okay. Dann ja, gut. Letzter Punkt, auch natürlich sehr wichtig für Frauen, also für Mädchen, halte den Anruf kurz, weil Männer sind nämlich häufig gelangweilt, dass Frauen so oft so viel reden. Sage zum Beispiel, das Gespräch mit dir hat mir echt viel Spaß gemacht, aber ich treffe mich in einer halben Stunde mit Freundinnen zum Kaffee. Deswegen muss ich jetzt auflegen. Genau, damit der Typ halt denkt, oh, schade, sie legt mich schon auf. Ja, okay. So, und wir haben uns jetzt gegeben 5 Minuten, richtig? Genau, 5 Minuten maximal. Und ich sag dir jetzt, wen du anrufen wirst. Und zwar wirst du anrufen eine Person, die einen hervorragenden Instagram-Account zurzeit pflegt. Hm? Oh Gott. Und zwar ist es Robbie Hunke, seines Zeichens Fußballkommentator. Und der! Weiß ja nichts über Fußball. Und deswegen habe ich mir gedacht, du musst ihn jetzt anrufen und du musst deine Objective, dein Ziel ist oh mein es, Gott. Ihn dazu zu bringen, oh mit Gott. Dir, oh Gott, der, ich bin, dass du ihn live oh quasi bei einem Fußballspiel begleiten darfst, dass er dann kommentiert irgendwann mal, wenn diese Corona-Zeit sich wieder beruhigt hat. Aber du musst halt so tun, als ob du was vom Fußball verstehst, als ob du dich dafür auch brennend interessierst und den wirst du jetzt anrufen. Also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bist du bereit? Oh nein, nein, ich bin nicht bereit. Bist du bereit? Warte. Ich muss Punkt 1 und 2 darf ich kurz vorher machen. Punkt 1 ist, denke darüber nach, was du sagen willst. Und Punkt 2 ist, entspanne dich. Denke darüber nach, was du sagen willst. Oh mein Gott. Das ist doch der, der diesen Facebook-Account hat, wo der gerade alles kommentiert. Also auch wenn draußen ja, vor seiner Tür jemand richtig. Vorbeigeht und bla bla bla. Ja. Den kenne ich ja. doch. Das ist ja, verdammt da bin ich lustiger doch. Account. Oh Gott. Ihr müsst ihm alle folgen, weil es ist wirklich sehr lustig. Robbie Hunke. Und kanntest du den schon vorher oder hast du den jetzt extra für mich gefragt? Nee, ich hab den extra für dich gefragt. Jetzt. Und weiß, Und der hat 1 Million Anfragen wegen irgendwelchen Interviews und irgendwelchen anderen Sachen und hat er sich bereit erklärt, das zu machen. Aber wir müssen ihn jetzt anrufen. Okay, und weiß der, dass ich nichts weiß? Das weiß ich nicht genau. Naja, also okay. Ich habe ihm wahrscheinlich gesagt, dass du dich brennend dafür interessierst und voll dich gut auskennst, weil sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Okay, weiß der also auch nicht, dass ich so Sachen befolgen muss? Der weiß recht wenig. Also, ich hasse dich so sehr. Ich hole ihn jetzt einmal dazu. Punkt 2 ist, entspanne dich. Gut, ja? Trink noch einen letzten Schluck Bier. Und jetzt rufe ich an. Das wird ein Riesenspaß jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt ist es verbunden. Hallo? Hallo, ist da Robby? Ja, aber sowas von. Ja, sehr schön. Ja, hier ist Birte, wie geht's dir? Großartig. Ich sitze hier in Köln in der Sonne mit einem Peterskölsch und erfreue mich meines Lebens. Ach, das ist ja schön. Das heißt, du hast auch schon ein Bier in der Hand. Ja, ist ja nach 4. Da gehen ja in Köln alkoholhaltige Erfrischungsgetränke. Ja, richtig. Das ist richtig. Das geht auch überall und natürlich vor allem hier bei uns. Ich denke, du weißt, wir sind ein Bier-Podcast. Natürlich. Und deswegen trinken wir natürlich auch schon fleißig das heutige Bier der Stunde. Und ich habe gerade einen riesigen Schluck getrunken, weil wir haben ja heute das lustige Spiel im Podcast. Birte ruft jemanden an und weiß vorher nicht, wen. Und jetzt rufe ich dich an und wusste vorher nicht, dass ich dich anrufe, kenne dich aber, weil ich natürlich auch schon längst deinem Instagram-Account folge und mir den ganzen Tag angucke, wie du alles am Stimmchen.
alles kommentierst. Wie schön. Ja, wunderbar. In der Regel erfreuen sich Frauen nicht so an meinem Beruf, aber jetzt ist das etwas anderes. Das ist, normalerweise, wenn ich Fußball kommentiere, melden sich immer nur Männer bei mir und beleidigen mich. Und jetzt melden sich Frauen bei mir und finden das auch ganz interessant. Verrückt. Ja, weil sie jetzt vielleicht natürlich auch besser einschätzen können, jetzt wo du Dinge kommentierst, die nun ja mit denen ja auch wirklich jeder sich vielleicht auskennt, weil jeder schon mal einen Menschen an seinem Fenster hat vorbeigehen sehen. Wie was für eine große Kunst das natürlich ist, was du da überhaupt machst. Vielen Dank. Soll ich jetzt eine abgefahrene Geschichte erzählen, die auch mit Bier zu tun hat? Ich bitte darum. Also, ich wollte am Sonntag mit meiner Tochter spazieren gehen. Das darf man ja, alleine in der Familie. Mhm. Dieses Spazieren macht die Tür unten auf und da stehen Geschenke für mich. Von Fans, die hier, dieses hier eine sehr markante Kreuzung, aus der ich kommentiere, abgeliefert haben. Das waren Klopapier, rollenweise, zwei BHs mit Telefonnummer und ein Kasten Bier, ein Kasten Kölsch. Das ist ja toll. Unfassbar, oder? Ja, das muss ich auch erstmal meiner 6-jährigen Tochter erklären. Papa, warum schreiben die Frauen die Telefonnummern in die BHs? Das ist komisch. Nehmen wir die mit? Und ich nehme jetzt den Kasten Bier mit und den Rest tue ich weg aus hygienischen Gründen. Oh, ja gut, man weiß ja auch nie, ne? Ja, you never know in Football. Richtig. Und gerade jetzt sollte man das vielleicht auch ein bisschen vorsichtig genießen, wenn da irgendwelche Kleidungsstücke... Ja, ne? Ein BH kann eine unglaubliche unhygienische Angelegenheit sein. Ein BH ist wahrscheinlich so ähnlich wie eine Atemmaske. Den sollte man dann mit Seife waschen. Dann ist auch die Telefonnummer raus und damit sind dann ja, wieder alle oder zufrieden. In den Backofen tun. Mensch, ich hätte ihn in den Backofen tun müssen und oder die beiden und dann hoffen, dass die Telefonnummer bleibt und dann wäre es Schicksal gewesen. Das ist fast romantisch. Das ist sogar wirklich sehr romantisch. Das finde ich großartig. Weil ich den Kasten Bier noch romantischer fand. Das kann nur von einem Mann gekommen sein. Frauen stellen keine Kästen vor die Tür, glaube ich. Na, also entschuldige mal bitte, du sprichst gerade mit einer Frau, die einen Bier-Podcast macht. Insofern... Stimmt, aber in der Regel stellen Frauen keine Bierkästen den Männern als Zeichen ihrer Verehrung vor die Tür. Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht so mitreden, weil ich bin ja dann... Wenn, dann wäre ich ja die... Ja, genau, eben die einen sagen so, nicht wahr? Ach schön, ach, bin ich froh, dass du das bist. Ich hatte so Angst, man hat ja so viel schlechte Erfahrungen mit Blind Dates gemacht in seinem Leben. Dass du das jetzt bist, das macht mir richtig große Freude. Ach wie schön, das freut mich sehr. Das war nicht leicht, aber du hast es sofort, zack, nach drei Sätzen. Ja, zack, zack, hatte ich dich. Und meine Aufgabe ist im Übrigen auch, dich davon zu überzeugen, wie großartig ich Fußball finde. Und das ist... ein bisschen wahr und ein bisschen falsch. Und weil ich so ein großer Fan von dir bin, sage ich dir jetzt einfach die brutale Wahrheit. Ich weiß nichts, nicht viel über Fußball. Ich fand schon immer St. Pauli gut, weil ich die T-Shirts und die Pullis so cool fand. Und da kann man wahnsinnig gutes Bier trinken. Da gibt es nämlich noch Bier mit Strom. In den Bundesliga-Stadien in der Regel ist ja das Bier ohne Schuss. Richtig. Und ich weiß, St. Pauli, Millerntor. Das weiß ich auch. Das ist eine der wenigen... Oh. Weißt du Bescheid, ne? Ja, also eigentlich bist du Fachfrau. Eigentlich bin ich Fachfrau und deswegen finde ich, habe ich meine Aufgabe an dieser Stelle erfüllt. Und wenn ich mir jetzt noch etwas vom Universum oder von dir wünschen dürfte, wäre das, dass wir mal gemeinsam ein Bier trinken, während du irgendwas kommentierst und ich ehrfürchtig dabei ein Selfie von mir mit dir schießen darf. Ich kommentiere einfach, wie du das Bier trinkst, weißt du? Jetzt bringt sie ein in die Krone und jetzt den gelben Körper. 3, 4, 5 Stück. Oh, das macht sie mit Erfahrung. Das ist unglaublich mit Auge. Aufwächst. Oh, die Birte. Ein echter Leistungsträger am Dresden. Das mache ich jetzt. Pass auf. Ich habe einen 0,5er Fürst Wallerstein. Die Hälfte ist schon weg und ich trinke das jetzt auf Ex und du kannst das zu meinem Geräusch kommentieren. Pass auf. Okay. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das jetzt zu exen. Okay, 3, 2, 1. Birte ist eine Spielerin, die ganz viel mit all ihrer Klasse löst. Oh, und bevor das Spiel richtig angefangen hat, ist es auch fast schon zu Ende. 3, 2, 1, wir biegen ein in die Schlussphase. Oh, ist das spannend, die Fans fragen. Können sich nicht mehr halten. Schluss, drin. Geschafft! Die absolute Leistungsträgerin.
heutigen Tages und waffbar 3 Punkte gehören hier völlig zurecht. Toll. Ich bin die stolzeste Podcasterin Deutschlands. Das macht mich sehr glücklich. Und du bist in gewisser Weise ja auch wenn du nicht so Ahnung von Fußball hast, die Traumfrau schlechthin, weil Frauen, die Bier trinken, sind sehr schwer zu finden. Das sage ich dir aus eigener Erfahrung. Aber alle meine Freundinnen, aber wahrscheinlich sind die deswegen auch meine Freundinnen, nicht wahr? Ja, ich wäre auch sehr gerne mit ihnen befreundet. Ich liebe Frauen, die Bier trinken. Ich werde euch alle miteinander bekannt machen. Es wird großartig. Eure Zeit ist vorbei, ihr Lieben. Eure Zeit ist vorbei. Aber es war grandios. Es war grandios. Ich muss sagen, ich bin schwerst beeindruckt. Schwerst beeindruckt. Vielen, vielen Dank, Orbi. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, passt auf euch auf. Ganz toll. Du hast unseren Podcast in die erste Liga geschossen mit diesem wundervollen Telefonat. Jetzt fliegt die weg aus der zweiten Liga. Also, lieber Robby, vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt, ja? In echt. Jawohl. Ciao, mach's gut. Ciao, ciao. Schaum geboren. Es ist ein Podcast. Der aufgenommen wird, diesmal von 2 verschiedenen Standorten. Genau. Und 3 Bier würden wir gerne trinken. Es dürfen aber nur 2 sein, was blöd ist. Aber es gab auch schon Podcasts, wo wir 4 getrunken haben. So, bitte. Das war kein schlechtes Telefonat, aber ich muss trotzdem sagen, es ist natürlich nicht okay, dass du verraten hast, was dein Auftrag ist. Das ist natürlich Schummeln in höchstem Maße. Es tut mir leid, aber ich war so starstruck. Was soll ich bin ganz. Ich habe das Bier geäxt jetzt einfach so, weil ich den so beeindruckt. Ich wollte ihn unbedingt beeindrucken. Ich habe das gesamte Wallerstein geäxt. Das ist eine 0,5 Liter Flasche. Na, er hat es doch kommentiert, das hast du doch gehört. Ja, ich fand es fantastisch. Ich fand das herrlich. Es war natürlich ein goldener Moment dieses Podcasts, würde ich sagen. Ich musste mich jetzt natürlich sehr konzentrieren, dass ich dann nicht auch noch ihn anrülpse, nachdem er das jetzt kommentiert hat, weil ich muss jetzt gerade... Du darfst jetzt, mach's mal so ein bisschen, mach ein kleines Bäuerchen schnell. Hab ich gerade auch gemacht. So, Wahnsinn. Also ich fand, das war ein, du hast schüchtern begonnen, muss ich sagen, untypisch für dich, schüchtern. Ja, weil der das ist. Ich bin trotzdem beeindruckt. Ich würde sagen, ich erkläre jetzt, es gibt bei uns ja, wir sind ja ein Team, bei uns gibt es keine Gewinner und Verlierer. Das stimmt. Aber ich werde jetzt kurz meine Punkte aufzählen. Ich werde versuchen, dann wirklich auch knallhart bei diesen Anweisungen von WikiHow zu bleiben. Also, Teil 1, die Nerven behalten. Ja? Einen guten Zeitpunkt für den Anruf wählen und tief durchatmen. So, das werde ich jetzt gleich, bevor ich es mache, machen. Wen rufe ich eigentlich an? Du rufst an Miriam. Miriam ist eine Freundin von einer Freundin von mir, die ich nicht persönlich kenne, sondern nur von Instagram und verschiedenen Partyfotos und so. Okay. Sie ist ein riesiges Party-Animal. Sie wohnt, Achtung, passend zu meinem Telefonat gerade, in Hamburg und zwar auf dem Kiez. Hamburg auf dem Kiez, okay. Genau, gut. Und sie ist eine richtige Feier-Ikone, würde ich sagen. Nicht Maus, sondern eine Göttin der Hamburger Partykultur. Und ich hätte gerne, dass du an ihr jetzt dieses Gespräch, diese Gesprächsführungsstrategie austestest und ihr beweist, wie hoch deine Street-Credibility ist, was du für eine coole, tätowierte Kiez-Sau bist. Und bring sie doch dazu, dich einzuladen, mit ihr zusammen mal schön auf St. Pauli einen Saufabend zu verbringen und alles Bier zu verkosten, was es da so gibt. Okay, ist sie auch Biertrinkerin? Ich glaube, die ist Alles-Trinkerin. Okay, gut. Also, pass auf, Teil 2 des Gesprächs. Das Gespräch beginnt. Ich soll sie warm begrüßen. Ich soll mit ihr über Themen sprechen, die sie interessieren. Und ich soll keine Fragen stellen, auf die sie mit Ja oder Nein antworten kann. Das wird natürlich schwer sein beim ersten Gespräch. Und höre ihr zu. Also ich darf nicht zu viel quatschen. Dann soll ich aber auch zum Punkt kommen, weil das ist ja dann der Punkt, da will ich ja dann mit ihr feiern gehen. Party machen. Und dann Teil 3 ist Flirten am Telefon. Stelle deine Stimme tiefer.
Sprich langsam und deutlich, das fällt mir manchmal schwer. Ja. Mache ihr Komplimente. Mhm. Das weiß ich natürlich nicht. Na gut, okay, muss ich mal über was überlegen. Und dann soll ich ihr sagen, dass am Ende das Teil 4 ist dann den Anruf beenden. Und da soll ich ihr sagen, dass ich das Gespräch schön fand, die Pläne fertigstellen, die wir dann zusammen machen und mich herzlich verabschieden. Herzlich verabschieden. Ja, das habe ich leider eben. Zum Beispiel, eben hab einen schönen Tag. Ja. Pass auf dich auf. Das finde ich. Wenn ich zu so einer Feiermädel sage, pass auf dich auf. Naja, nicht wahr? Du möchtest du, soll ich dir vielleicht ihr Klammer für den Podcast, soll ich dir ihr Insta geben, damit du vielleicht schon mal gucken kannst? Ist das kannst? Öffentlich oder was? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja. Sag mal, wie sie heißt. M-I-R. Ja. I. Ja. Punkt. M. Käfert oder was? Ja, genau. Ja, das ist öffentlich, okay. Ja, jetzt sehe ich schon ein bisschen was, okay. Ich bin Emo über die Zukunft, okay. Okay, ja, ich schaue hier. Das ist ganz stylisch hier eigentlich. Ja? Mhm, da kannst du schon mal ich so ein weiß bisschen. Nicht genau. Wo, ja. Da ist zum Beispiel so ein Bild, da ist sie umarmt. Karl Lagerfeld. Ja, alles Mögliche. Ich sag ja, nee. Die ist gut unterwegs in der Welt. Ja, ja, okay, gut. Alright, ja. Dann. Okay, ich rufe sie an. Du kannst dich schon mal beruhigen, genau. Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. Warm begrüßen. Hallo, hier ist Birte. Ich bin jetzt da und ich glaube, August ist vielleicht auch da. Hallo Miriam, hier ist August. Hallo Miriam. Das ist ja sehr nett, dass du Zeit hast für uns heute. Vielen Dank. Ja, ich wüsste gerade den Boden, aber ich werde kurz damit aufnehmen. Ich hab gesehen, dass du einen Hund hast auf deinem Instagram-Account. Oh ja, ich habe zwei Hunde sogar. Zwei Stück? Sind es? Wie aufmerksam von dir, dass du da hingeguckt hast. Ja, ich habe die Birte hat mir. Moment, ich muss meine Stimme kurz ein bisschen tiefer stellen. Die Birte hat mir gesagt, hat mir deinen Instagram-Account gegeben und dann habe ich ein bisschen geschaut, kurz, was du so treibst. Und du bist eine Hamburger Legende fast schon, oder? Kann man sagen. Oh Gott, ich hoffe, so alt bin ich noch nicht. eine Living Legend? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das hat nichts mit Alter zu tun, ob man legendär ist oder nicht. Ich rufe dich gerade vom Land an. Ich bin gerade in NRW. Bist du ursprünglich ja. Bist du ursprünglich aus Hamburg oder wo kommst du her? Ja, ich bin in Hamburg geboren sogar. Ah, okay, da bist du born and raised natürlich, verstehe. Und sag mal, born and raised in Hamburg, jawohl. Wie kennst du, wo erkennst du Karl Lagerfeld, wenn ich fragen darf? Ah, ja, das ist ein alter Kunde von mir. Bei den Sophienterrassen. Da habe ich mich einfach frech neben ihn gestellt. Und das sieht so aus, als würden wir uns unterhalten. Stimmt aber gar nicht. Das sieht total, als ob ihr gerade über seine letzte Kollektion sprechen würdet. Genau. Aber in der Branche bist du eigentlich nicht tätig, sondern du wohnst in St. Pauli oder du bist auf dem Kiez zu Hause, ja. Mehr oder weniger? Ja, ich wohne auf dem Hamburger Berg. Das ist sozusagen ein Luftkurort, besonders momentan. Weil ja jetzt hier totale Stille herrscht, das erste Mal nach 200 Jahren ungefähr. Und ich schaue jetzt aus dem Fenster und es ist absolut still. Unglaublich. Das ist ja wie aus dem Endzeit-Film wahrscheinlich. Hier auf dem Land kriegt man davon, nicht so viel davon mit. Es ist relativ, relativ harmonisch. Nur wenn man einkaufen geht, dann laufen alle mit Mundschutz rum, was ich ja eigentlich gut finde, aber es ist hat ein komisches Gefühl dabei bei der ganzen Sache. Total komisch. Ja, ich wundere mich auch. Ich finde das auch ein bisschen beängstigend im Supermarkt vor allem. Wenn so ein Kind entgegenspringen. Ja, es ist ein bisschen. Stimmt. Sag mal, ich finde aber dein ich kenne dich ja jetzt nur von deinem Instagram-Account, aber der ist sehr gut. Ich mache dir jetzt ein Kompliment. Es ist ein sehr guter Account. Bist du da sehr aktiv? Jetzt fühle ich mich natürlich total geschmeichelt und höre dir noch viel aufmerksamer zu. Wahnsinn, toll. Aber bist du da sehr aktiv oder nicht so viel? Nö, also eigentlich nicht. Ich überlege auch immer so ungefähr 14 Stunden lang, was ich da als Lustiges dazu schreiben kann. Das ist ja eigentlich das viel Stressigere, gell? Dieser Stress, so was mache ich jetzt? Was schreibe ich jetzt dazu oder was poste ich als nächstes? Ich finde, man verbringt viel mehr Zeit, darüber nachzudenken, was man da machen kann, als tatsächlich drauf zu sein, aktiv zu sein.
Ja, ich bin da tatsächlich nicht so aktiv. Also ich gucke mir auch von anderen, also so einmal am Tag 3 Minuten vielleicht. Ja. Also ich habe deinen Instagram-Account noch nicht gesehen. Das finde ich fair. Die Birte, die Birte schaut, die Birte macht beim Zähneputzen, stellt die Birte das Handy auf die sozusagen Ablage da, wo die Zahnpasta steht, und dann lässt sie einfach nur Stories durchlaufen, während sie Zähne putzt. Das machst du aber nicht. Das ist wahnsinnig spannend wahrscheinlich, aber da bin ich ganz drauf gekommen. Du putzt dir nach 3 Minuten lang die Zähne, wie das der Zahnarzt empfiehlt, und dann ist die Story um. Ja, ich glaube, sie schaut 3 Minuten Stories, und dann macht sie vielleicht noch mit Fluorid so ein bisschen was und dann noch Zahnseide und dann, also bis die. Also den Teil mit der Zahnseide würde ich mir wahnsinnig gerne mal angucken. Ja, also ich glaube, die kann sich Stories anschauen, weil ich eine Viertelstunde, bis sie da im Badezimmer fertig ist. Du, aber ich soll ja zum Punkt kommen, und deswegen, ich wollte dich fragen, vielleicht hast du Lust, wenn ich mal in Hamburg bin, dass du mich ausführst auf dem Kiez. Hättest du da Zeit für, die Muße für? Die Muße bestimmt, wenn es die Gelegenheit jemals wieder geben sollte und wir das alle überleben. Ich bin zuversichtlich, dass es die Gelegenheit wieder geben wird. Aber sollen wir das dann so machen, dass ich, wenn wir wieder in Bars gehen dürfen, dass ich mich dann bei dir melde und wir machen einen Abend drauf auf dem Kiez? Ja, selbstverständlich. Du kannst aber mir sagen, ich vermiete nicht ein Zimmer. Ich kann auch bei dir schlafen. Okay, das ist perfekt. Das ist perfekt. Herrlich. Ein sehr hohes Entgelt natürlich, aber da bist du direkt auf dem Hamburger Berg in einem großzügigen, wunderschönen Zimmer. Nicht? Herrlich, ich bring dir ganz viel zu trinken mit. Wie wäre das? Ja, Bier am besten. Bier, natürlich, wir sind ja ein Bier-Podcast. Ich bring dir ein paar ganz ausgefallene Biere mit. Ja, Stella Artois hätte ich gern. Okay. Das kriege ich hin. Cool. Dann freue ich mich, Miriam. Wir bleiben in Kontakt und ich melde mich bei dir, wenn sich die Lage hier ein bisschen entspannt hat mit dem. So, noch 6 Sekunden, Freunde. Ich bin begeistert. Ganz toll. Und das mit meinem Insta-Account behandelt. Danke. Der wird jetzt hoffentlich kriegt er noch einen kleinen Push dadurch. Also, Miriam, vielen, vielen Dank. Danke. Ja, ich danke dir. Ciao, bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, du hast gewonnen. Du hast alle Punkte befolgt. Ich habe dann auch gesagt, was ich machen soll. Ja? Also ich mache dir jetzt ein Kompliment. Also ich glaube, man konnte ganz gut folgen. Ja, ich habe das ja gehört, dass du das gemacht hast, du alter Streber. Aber guck mal, zum Beispiel hat er eben zu mir gesagt, du und deine, ich habe gesagt, meine Freundin trinken auch alle Bier. Und dann wollte ich eigentlich noch sagen, was ich hier sagen soll, das Gespräch mit dir hat mir echt viel Spaß gemacht, aber ich treffe mich in einer halben Stunde mit meinen Freundinnen auf ein Bier. Aber das ging dann nicht, weil der ist ja Kommentator und der hat so viel geredet, dass ich gar nicht dazwischen gekommen bin. Du, das ist ja sein Job. Und ich hab auch vergessen, zu Miriam zu sagen, pass auf dich auf. Oh, stimmt. Auch sagen können. Das stimmt. Aber ich sag dir eins, August, wenn du wirklich mit der saufen gehst, ne, die macht dich kaputt. Meinst du? Also ich würde vorschlagen. Aber ich kann da wohnen. Das hast du gehört, gell? Gegen ein hohes Entgelt, hat sie gesagt. Ja, Bier, Stella Artois. Also ich würde vorschlagen, wenn du das machst, dann machen wir es vielleicht zusammen. Und ich glaube, danach haben wir keine Geheimnisse mehr voneinander. Wenn wir mit Miriam zusammen eine Nacht durchstehen. Ne? Okay, cool. Die ist so, das find ich ohne Scheiß. Lustig. Ich kenne, glaube ich, wahrscheinlich keinen besseren Feierpro, wobei ich weiß, dass du auch nicht von schlechten Eltern bist, was das angeht. Naja. Also ich glaube, wir können da mithalten. Weil du musst ja auch, wenn du mal auf Touren bist, dann ist es ja auch schwer, dich zu bremsen. Also das stimmt, ich drehe halt richtig doll auf und dann macht es auf einmal so buff. Und dann bin ich so von 100 auf 0 runter und schlaf und ihr müsst mich einfach so in irgendeinen Rucksack stecken und nach Hause tragen. Wir schleppen dich weiter mit in jede Kneipe. Das ist, du bist dann quasi komatös, aber wir nehmen dich immer wieder mit. Wir schleppen dich immer weiter. Ach ja, das wird großartig. Okay, alles klar. Auch. Ich war schon doll nervös. Ich habe auch gemerkt, ich habe ein bisschen viel über mich geredet. Das war ja nicht der Plan des Gesprächs. Zuhören und nicht so viel reden. Aber du hast zumindest nicht gesagt, hallo. Ich dachte, wenn du Miriams Stimme hörst, weil die hat ja so eine krasse, heisere Supersex-Stimme. Ich dachte, wenn du die Stimme hörst, ist das Erste, was du sagst: Hallo, ich bin August Wittgenstein, der berühmte Schauspieler. Aber du hast es nicht gesagt. Ich hab da aber nichts gesagt, ja, das stimmt. Und du hast auch verraten, dass ich dir den Instagram-Account gezeigt habe.
Ja, ich muss dir was haben, womit ich mit ihr, wo ich da andocken könnte. Also diese WikiHow-Anleitung war ja auch für jemanden, den man schon so ein bisschen, wo man so ein bisschen was drüber weiß. Zumindest. Ja, wo man sagen kann, hey Francis, du hattest gestern einen Test. Wie war denn? Genau, den Test. Ich hätte sagen sollen. Du hattest doch gestern einen Test. Und dann sagt sie, was für ein Test? Dann sage ich, den Covid-19-Test. Ja, eben. Aber hast du gemerkt, dass ich bei meinem Gespräch den Eisbrecher gebracht habe? Versuche als lustigen Eisbrecher über schlechte Erfahrungen bei ersten Verabredungen zu sprechen. Da habe ich nämlich auch gesagt, toll, dass du es bist, weil man hat ja auch immer schlechte Erfahrungen so mit ersten Dates. Stimmt. Das war nicht schlecht, bitte. Das war nicht alles schlecht bei dir. Und vor allem, ich muss sagen, wie dann kommentiert wurde, wie du dein Bier ex, das war schon ein großes Kino. Dafür habe ich aber jetzt auch den Rest des Podcasts wird hier richtig gelallt auf meiner Seite, weil mein Wallerstein ist schon längst leer. Ich musste mich eben richtig zusammenreißen, weil es war so schön, euch zuzuhören. Und ich hätte so gerne mein Bier aufgemacht, mein nächstes. Oh ja, pass auf, ich muss aber meins schnell laufen holen und ich bin gleich wieder da, okay? Geilo. Schaum geboren. Ein Podcast. Zwei Podcasts. 3 Stunden könnte das noch weitergehen, aber wir müssen das jetzt runterbringen auf mindestens 44 Minuten plus 20. 4 Bier haben wir insgesamt getrunken, es war einfach zu viel heute los. Bam, bam, ba, ba. Bitte? Ba, 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 da, bitte, bitte? Da bin ich wieder. Aha, guten Tag. Hallo, ich August. Bin da. So. Hallo. Hast du meine wunderhübsche Flasche besorgt? Ja, ich habe eine schöne. Apropos Hamburg, sehe ich gerade. Mhm, genau. Ich habe ein Bier. Das hatten wir also quasi von jemandem, von halb, also ein halb habe ich ein Bier, das wir schon mal hatten, aber nur eben halb, denn ich wollte nochmal, bevor die Zeit vorbei ist, ein Wet Hop Pale Ale probieren, also nochmal ein Frischhopfenbier, das eben aus nicht getrocknetem, sondern frisch vom Feld in den Braukessel geworfenen, du erinnerst dich, wir hatten neulich schon so eins. Vom Braufaktum. Genau, und das war so ultra bitter, ne? Weil dieses Frischhopfenbier ist ja so richtig doll hopfig und schmeckt so richtig doll bitter. Und ja, da brauchen wir immer ein bisschen, bis wir das, also das, da leiden wir immer so, weil es so doll bitter ist. Aber ich dachte, bevor die Zeit vorbei ist, probieren wir das nochmal aus, denn das hier ist eine Limited Edition. Und zwar ist es eine Gemeinschaftsarbeit von 2 Brauereien. Und zwar einmal Kehrwieder. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg, die hatten wir schon mal. Mhm. Das ist der Olli, du erinnerst dich. Da hat Sünje uns schon mal drüber erzählt, dass er eine große Koryphäe ist. Das haben wir aber im Edelstoff-Podcast probiert, nicht im genau, Schaum. Genau, richtig. Also nicht in der Edelstoff-Version sozusagen. Genau. Also das Edition. Ist die Kehrwieder Privat, um Gottes Willen, Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das sind Olli und Julia, ich glaube seine Frau, ich weiß es nicht genau. Nicht, dass ich jetzt hier Gerüchte streue. Und die machen ganz tolle Biere in der Kehrwieder Kreativbrauerei. Und die haben aber eine Kooperation einmal im Jahr zusammen mit dem Riedenburger Brauhaus seit 1866. Das ist eine Bio-Brauerei. Die machen alles ökologisch und bio in Bayern. Und machen eben auch, sind auch bei Slow Food, Slow Brewing mit dabei, haben eine Bioland-Zertifizierung und so weiter und so fort. Also alles ganz ganz bio und ökologisch exportieren. Das ist eine Nord-Süd-Kooperation quasi. Ja, genau, voll gut. Exportieren in 17 Länder ihre Biere, ist schon in der 8. Generation eine Familienbrauerei. Und der Maximilian, der ist von Riedenburger. Und der Olli, das ist der, jetzt hier nochmal der kleine Hinweis auf unsere Edelstoff-Folge mit Sünje Nikolaisen. Das ist diese große Bier-Koryphäe, der Olli aus Hamburg von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Die beiden machen jetzt schon zum 6. Mal zusammen ein Frischhopfenbier. Und das ist immer ein einmaliger Sondersud sozusagen, den die machen einmal im Jahr. Und dieses Mal ist es ein frisch geernteter deutscher Bio-Kaskade-Hopfen. 5,7% hat das Schätzchen. Und 58 IBU.
58 Bittereinheiten sozusagen. Mhm. Wir haben das schon mal erklärt. Also Frischhopfenbier bedeutet der Hopfen, der normalerweise entweder als Pellet oder getrocknet oder, wenn man es ganz schlecht macht, als Hopfenextrakt, das soll man aber eigentlich nicht machen, ins Bier kommt. Der ist eben beim Frischhopfenbier, wird der vom Feld genommen. Stellt euch vor, einfach die grünen Blätter, Dolden werden direkt in den Braukessel reingeworfen. Und dadurch kommt natürlich total volle Kanne, der volle Hopfengeschmack ins Bier rein. Und deswegen ist es super dolle aromatisch, aber eben auch mega bitter. So. Und genau, das haben die jetzt gemacht. Und was ich so cool finde, ist das wahnsinnig schöne Etikett. Ich habe das gekauft, einmal, weil ich cool fand, dass es eine Kooperation ist, dass es eine Limited Edition ist, dass es super schön ist, weil ich das Etikett richtig toll finde. Gezeichnet von einer Künstlerin, sie heißt Katja Marx. Ansonsten würde ich sagen, geben wir euch das Geröff von diesem, wissen wir noch nicht, wollte gerade sagen wunderbaren, aber wir haben es noch nicht probiert, vielleicht wunderbaren Getränk. Es ist ein Wet Hop Pale Ale, es heißt Frischer Traum. Was für ein wunderbarer Name, nicht wahr? Ich hab richtig einen im Kahn jetzt, weil ich dieses 0,5er-Ding geäxt habe. So, Achtung, ich mache jetzt das Geröff. Ja. Mhm, jetzt komm ich. Oh, ganz wenig Zischen. Ganz wenig Zischen. Ich rieche an der Flasche und es riecht wahnsinnig nach Hopfen. Richtig doll, fruchtig, blumig, da kommt richtig was raus. Eine klassische Longneck-Flasche. Es ist auch gut für Recyceln natürlich, diese Flasche hier. Ja, das stimmt. Die ist ganz klassisch, braun, klar. Aber ich meine, ist ja logisch. Überleg mal, du machst eine Limited Edition und machst deswegen eine... fräst irgendwas in eine Flasche. Das wäre natürlich ein bisschen krass. Nehmen wir wieder ein Stück aus der Pulle zuerst? Oder ja, kippst das machen Glas? Wir. Achtung. Das ist gut. Mhm, ist gut. Spannend. Ich habe wesentlich unangenehmere bittere. Oh Gott, ey, scheiße, August. Ich habe wesentlich unangenehmere bittere erwartet. Das ist aber auch ein Satz. Das muss man jetzt mir auch mal, den muss man mir geben. Den muss man dir geben. Schöner muss man Schaum, sagen, sehr, Shampoo, sehr cremig. Dass die Birte das jetzt hier auch den Satz hingekriegt hat. Ich würde sagen, für alle da draußen, Chapeau, dass Birte jetzt überhaupt noch irgendwelche Sätze beenden kann. Also so. Du kriegst jetzt auch eine Note 10 von mir für alles, was du jetzt weiterhin überhaupt noch auf die Reihe kriegst. Dafür hast du die Challenge gewonnen. Aber so ist das halt. Der eine so, der andere so, nicht wahr? Also wie gesagt, bei uns gibt es keine Gewinner. Birte. Nein, wir sind ein Team. Wir sitzen im gleichen Boot. Wir sind so. So, wir bringen es zusammen auf den Platz, um bei den Fußballmetaphern zu bleiben, nicht wahr? Ja, genau. Also ich sag hier nochmal zu dem Bier. Ich habe das jetzt eingeschenkt, es ist ganz leicht trübe, es fliegen so ganz paar Sachen drin rum. Es ist schön, nicht ganz golden, nee, sondern es ist ein bisschen leicht rötlich orange. Fast. Ja, genau. Ja. Und es schmeckt tatsächlich, es ist sehr, also es ist, man schmeckt den Hopfen schon doll durch, aber es ist für so einen Frischhopfen. Ich habe richtig einen. Ich finde es köstlich. Ich habe für so ein Frischhopfenbier, finde ich, ist es richtig, dafür ist es wirklich süffig. Also da könnte ich jetzt auch ein paar von gut mehr wegzischen. Ja, locker. Locker. Finde ich auch. Also das ist ein stimmiges, schönes Bierchen. Und ist auch, ich finde es auch lustig, weil es ist die erste Kooperation. Es gibt ja ganz oft diese Bier-Koops. Ja. Und da haben wir eigentlich noch keine von probiert. Deswegen bin ich darüber genau. auch. Ja, finde ich auch. Froh. Ja, genau. Und es ist schön, dass es so Nord-Süd. Ja, toll, ne? Das ist gerade auch so sinnbildlich für, wir halten alle zusammen. Nord, ja. Es passt auch gut, wo die Corona-Ausbrüche sind, nämlich in Hamburg und in Bayern am dollsten. Schön, dass die jetzt zusammen Bier trinken können, damit sie gut durch diese Zeit durchkommen. Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz zum Bier sagen. Mir die Bittere von diesem Hopfen ist gut eingebunden. Wir hatten ja auch schon mal ein Bier, wo wir gesagt haben, wir haben die Bittere in der Mitte nicht so viel und dann unten dieses Malzige, aber dazwischen ist so ein Loch. Das ist hier gar genau. nicht, finde ich. Genau. Ich finde auch hier ist das Gesamtkonstrukt irgendwie schön. Also wirklich warm, rund, es hat viel untenrum, schön. Hat viel untenrum, ne?
Ach, ich freue mich schon. Am tollsten fände ich, wenn wir zwei und die beiden, mit denen wir heute telefoniert haben, alle zusammen schön ein Trinken gehen auf dem Kiez. Ach, wäre das schön. Sollen wir das Bier bewerten? Ja. Was ist denn das für eine Frau im Kimono oder Kimono-Frauen. Sie hat einen Hopfen-Kimono. Die sieht aus wie so eine Heilige und die hat wie so ein Schal, den so, wie heißen denn diese Seidenschals, die katholischen Priester immer so umhaben. Genau, die ist wie so eine Priesterin und die hat so einen Hopfenpriestergewand. Die Hopfenpriester, okay, wie viel Hopfenpriester geben wir der ganzen Sache? Ich war kurz geneigt, ihm wirklich 10 von 10 Hopfenpriesterinnen zu geben, weil ich finde es richtig gut. Wir haben aber erst 2 Wet Hop Biere getrunken und das hier schmeckt mir noch sehr viel besser als das andere, das wir getrunken haben. Ich gebe ihm 8 von 10. Wirklich? Dann gebe ich ihm 10 von 10. Dann sind wir im Schnitt bei 9 von 10. Weil ich mag es richtig, richtig gerne. Also ich da und du gibst 10 von 10, du musst besoffen sein. Ich glaube, du hast noch kein Bier bis jetzt 10 von 10 gegeben. Ja, aber was ich finde richtig gut, dass das ein, guck mal, das ist ein Craft-Bier. Das ist sogar von 2 unterschiedlichen Biermachern gemacht. Das ist ein Wet Hop Pale Ale. Das heißt, es ist wirklich ein Craft-Bier. Es ist was Besonderes, es ist eine Limited Edition und es ist trotzdem so gut trinkbar und so, wie soll ich sagen, so massenkompatibel, hört sich jetzt schon wieder scheiße an. Aber weißt du, was ich meine? Dafür, dass es so eine besondere Limited Dings ist, ist es ja krass, dass es so gut runtergeht und so einfach zu trinken ist und so viel Spaß macht. Und darum finde ich das richtig gut. Das freut mich bitte. Ich finde es auch gut. Ich bin nicht ganz so ekstatisch wie du. Ja, aber ich habe auch richtig einen in der Krone, ne? Schleise, Schaum geboren. Ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier. Das waren jetzt insgesamt 2 oder 3 Bier sogar. Das waren 4 Bier, Mann. 4. 4. Ich kriege so viel fucking Spam gerade. Ich habe ja schon neulich mal erzählt, dass ich viel Spam für Männer kriege. Also so mit hier, Viagra, wenn du das benutzt, dann, keine Ahnung, hast du 10 Stunden Ständer, alles super. Willst du deine Frau bezaubern, dann nimm diese Tabletten und so. Und ich denke immer, wieso kriege ich das? Was denken die? Vielleicht denken die, ich heiße Birger. Also vielleicht, die denken wahrscheinlich, Birte ist ein Männername. Birger, das klingt wie irgendwas aus Ronja Räubertochter. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Männername. Ich kriege sehr viel solchen Spam und ich kriege jetzt gerade sehr viel so Casino- und Sex-Spam, wo Leute auf die Corona-Krise eingehen. Und das finde ich so scheiße und so. Also ich meine, wie assi kann man sein? Also so Sex-Dinger, wo so Frauen aus so Sex-Channels dann schreiben, bist du auch so einsam in der Krise, hast du auch so Angst, krank zu werden, schreib mir und bla bla bla. Hier, heute habe ich gekriegt, Spray X, sie haben Lust auf Sex, aber sie haben keine Erektion, sprühen sie etwas Spray X auf ihr Pieps. Die Erektion tritt sofort ein und hält stundenlang an. Auch für Frauen wirksam. Hat ihre Partnerin keine Lust? Sprühen Sie Spray X auf das Geschlechtsteil ihrer Partnerin? Das wird ihr ein wunderbares Gefühl geben. Du sprühst, die Partnerin liegt so auf der Couch und guckt so Netflix und du so pff, pff, sprühst sie so ein und dann hat die auf einmal Lust auf Sex. Und dann steht aber unten drunter, am Ende von dieser E-Mail, haben Sie keine Angst. Die DPD und DHL-Postboten werden das Paket vor Ihrer Tür abstellen, klingeln und sich dann wieder entfernen. Und dann steht drunter, PS, geben Sie den Fahrern doch ein kleines Trinkgeld. Momentan haben Sie so einen schweren Job. Und ich denke so, boah, Leute, wirklich? Ich war so wütend über diesen Spam. Und ich habe mir gedacht, der nächste Arsch, der mich voll spammt, den mache ich tot. Und dann war aber der nächste Arsch, der mich voll gespammt hat mit Spam auf Instagram. Und dann habe ich das gemacht, was du neulich gemacht hast. Du hast doch dieser netten Frau, die dir eine E-Mail geschrieben hat, zurückgeschrieben. Erinnerst du dich? Ja, genau. Ja, okay. Ja, ich habe jetzt halt auch sowas. Sie wollte eine Familie gründen mit mir übrigens. Das war jetzt, genau. Sie wollte nicht nur Sex. Ja, du hast recht. Ja, aber ich habe halt so einen Typen gekriegt und ich dachte, das ist jetzt halt auch Spam. Und ich dachte, der kriegt sie jetzt von mir. Und dann
hat sich aber alles um 180 Grad gewendet. Und jetzt seid ihr zusammen. Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, pending. Ich habe das mal hier ausgedruckt. Ich werde dir gleich die Bilder, die wir uns geschickt haben, weiterleiten, live, damit du Live-Reaction machen kannst. Okay. Also ich bin auf Insta und ich habe gerade einen Hals auf die ganzen Spam-Assis und dann schickt mir ein Typ, hey, man kriegt ja dann immer diese Anfrage, ne? Willst du das annehmen oder nicht? Und er schickt mir halt, hey, yeah. Foto, wollen Sie das annehmen? Und ich so, mach in Ordner allgemein, Foto und mal gucken. Da muss man da so dreimal draufklicken bei Instagram, dann ist das Foto erst so unscharf. Dann aber es hat dich schärfer. Schon so ein bisschen interessiert, du warst schon ein bisschen neugierig anscheinend. Ja, ja, natürlich, klar, war ich nur. Ich bin ja auch, jetzt in Quarantäne ist halt langweilig, ne? Du bist auch nur ein Mensch. Genau, klicke ich da drauf, dann sitzt da so ein Typ mit so einer Bundeswehr-Hundemarke um und so einer Kippe in der Hand und schreibt so, hey, und ein Herz. Und ich so, mit, hey. Mit nacktem Oberkörper oder wie? Nee, mit so einem Unterhemd an. Okay. Mit so einem Feinripp und so einer Bundeswehr-Hundemarke. Und er so, hey. Und ich, hey. Und er schickt mir ein Foto von Brüsten. Seinen eigenen? Nee, zwei Frauenbrüste, nass geregnet in einer Dusche. Ich, warum schickst du mir Brüste? Er, wie alt bist du bei mir? Suchen eine Frau. Oh. Ich, ach so. Dann sind die Brüste der künstlerische Ausdruck für deine Sehnsucht nach einem weiblichen Pendant. Ich bin nämlich auch Künstlerin. Man ist ja einsam, was soll man machen? Ne? Mhm. Er, bist du vergeben? Ich? Na hör mal, du fällst ja mit der Tür ins Haus, sollen wir uns erstmal unterhalten? Er? Okay, Foto von ihm nackt in der Dusche. So. Von ihm? Mhm. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dir die Fotos schicke. Sekündchen. Moment. Können wir die posten, meinst du? Nein. Hier ist also schon mal das Foto von ihm. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der hat so ein paar Tattoos auf dem linken Arm und so einen Handabdruck auf der linken Brust. Und dann er scheint zu pfeifen. Also man sieht seine Augen nicht, aber er hat so einen Pfeifmund. Und dann sieht man so einen Teil seines Penises. Und der sieht irgendwie sehr dünn übrigens. Und lang aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, wie lang er ist, weil der ist so abgeschnitten unten am unteren Ende. Aber er ist, ja. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben, an das Gute im Menschen zu glauben. Und er schickte mir dieses Foto und schrieb dann, okay, wie alt bist du? Also Alter ist schön wichtig. Alter ist wichtig, ja. Und ich schrieb, also ich bin 41 und du? Worüber machst du dir so Gedanken an einem dunklen Abend in Quarantäne? Schreibt er. 33, zeigen deine Katze. Ich? Mhm. Ich habe keine Haustiere. Ich denke immer, ich hätte zu wenig Zeit für Haustiere wegen meines Jobs. Aber jetzt während der Kontaktsperre wäre es natürlich schön, jemanden zum Kuscheln zu haben. Allerdings muss ich dir sagen, dass ich eine Katzenhaarallergie habe. Nicht bei allen Katzen, aber bei manchen. Ich hoffe, das wird nicht zu einem Problem zwischen uns. Er schickt mir ein Herz. Ein rotes Herz. Aha. Und ein weiteres Dickpick. Ich? Okay. Läufst du zu Hause nackt rum? Das ist natürlich ein Vorteil am Zuhausebleiben gerade. Man spart sich so das Waschen. Hihi. Er? Jetzt du. Muschi. Punkt. Ich? Ja, also, ich finde es super, dass du so ein offenes Verhältnis zur Nacktheit hast. Versteh mich nicht falsch. Alles ganz toll und body positive und so. Aber ich gehe es da eher ein bisschen langsamer an. Und Sex ist ja auch jetzt gerade bei Corona eh nicht erlaubt. Mit den 2 Metern Abstand, das habe ich auf jeden Fall gelesen. Da sollten wir uns jetzt auch nicht gegenseitig so heiß machen, sonst wird die Trennung noch schwerer. Ich denke da auch an dich. Er? Jetzt zeig, was du hast. Ich? Naja, ich habe einen Artikel dazu im Netz gefunden, aber den kann ich dir auf jeden Fall mal schicken. Moment, dann habe ich ihm ein Bild von dem Artikel geschickt. Also ich glaube, ich habe den bei Zeit Online oder so gefunden, dass man lieber keinen Sexpartner außerhalb des Haushalts haben sollte. Und naja, noch, in Anführungszeichen, noch wohnen wir ja nicht zusammen. Was ja auch gut ist, bis wir das Problem mit der Katzenhaarallergie gelöst haben. Dann schreibt er, was meinst du? Ich?
Ach so, keine Angst, ich wollte jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Du liebst deine Katze bestimmt total und ich will jetzt auch gar nicht dazwischen funken. Das wäre auch total grausam sonst. Ich finde das ja auch so toll an Männern, wenn die so emotional sind wie du. Dann eher, verarschst du mich? Ich? Was? Nein. Ja, und dann kam lange nichts mehr. Und dann dachte ich, wieso meldet der sich jetzt nicht? Und dann gab es so einen Knopf bei Instagram, da stand melden. Und dann dachte ich, der meldet sich dann vielleicht, wenn ich da draufklicke. Ja, dann habe ich da halt draufgeklickt und jetzt ist er weg. Also auch alles, das ganze Profil und so ist weg. Er ist jetzt halt ganz, ganz weg. Ach nee, das tut mir leid, bitte. Naja, vielleicht, weil du ihn gemeldet hast, kann er jetzt, hat jetzt die Katze quasi abgegeben, sich getrennt von der, versucht, dich verzweifelt zu erreichen und kann es halt jetzt dann nicht mehr. Oh Gott, das ist furchtbar. Das ist schlimm, bitte. Ich muss schnell mein frisch Hopfenbier austrinken, mir geht's ganz schlecht. Mir auch. Das ist typisch Corona, typisch Corona. Das sind diese ganzen kleinen menschlichen Dramen, die sich abspielen, von denen man halt oft, diese zwischenmenschlichen Dramen, von denen man oft nichts mitbekommt, wenn man so in seiner eigenen Bubble ist. Und jetzt hast du es geteilt mit unseren Hörenden. Und das finde ich schön, aber es ist natürlich auch hat einen traurigen Beigeschmack. Also es wäre so, als ob man dieses Frischhopfenbier nehmen würde und so den ganzen schönen Anfang wegnehmen würde und da würde nur der bittere Nachgeschmack bleiben. So fühlt sich das jetzt an. Ja, wie ein unausgewogenes Bier. Wie ein unausgewogenes, frisch gehopftes Bier. Ja. Schaum geboren. Ein Gespräch. Zwei Bananenbrote. Zwei Bananenbrote, auf denen vier Bananen drauf. Ach shit, jetzt hätte ich was mit drei sagen sollen. Verdammte Axt, echt. Ja, vier Bananen sind in einem Bananenbrot drin. Drei sind zermanscht und eine ist durchgeschnitten obendrauf. Sind insgesamt vier. Wir können ja auch mal mit was Positivem enden. Wir haben jetzt über Kohlwurst geredet. Das ist, finde ich, jetzt nicht so positiv. Und ich hab mir gedacht, so, das Gute an dieser Corona-Krise ist ja eigentlich, dass alle eigentlich so ein bisschen sich wieder besinnen auf das, was eigentlich wichtig ist. Und ich wollte darüber ein bisschen mehr im Detail sprechen, vielleicht nächste Woche. Aber was mir jetzt einfach nur kam, war so, worüber schreibt jetzt sozusagen unsere Regenbogenpresse gerade? Weil alle sind ja jetzt zu Hause, es gibt keine Events mehr, wo man irgendwelche Paparazzi-Fotos bringen kann. Es gibt nur massenhaft Celebrities, die zu Hause in Quarantäne sind und Selfies machen oder irgendwelche Workout-Videos posten oder sonst irgendwas. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte einfach mal sehen, was die jetzt gerade so berichten, ja, die Regenbogenpresse, und habe mir einfach so bunte, in touch, okay gekauft und habe lustigerweise zu Hause in meinem alten Zimmer hat meine Mutter mir eine Zeitung hingelegt, die ist aber noch vom Januar, glaube ich, eine bunte. Und da ist eine Liste, so die 250 Promis des Jahres in bunte. Und da Promis ist auf des Platz Jahres? 1, bist du da drin? Promis die wichtigsten Promis des Jahres. Und da ist auf 1 Herzogin Kate, dann 2 Merkel, 3 Meghan, 4 Harry, 5 Kim Kardashian, 6 Heidi Klum, bla bla bla, etc. etc. Und lustigerweise auf Platz 212 Greta Thunberg, auf Platz 216, surprise, surprise, August Wittgenstein. Und da steht dahinter in Klammern neu. Also ich bin neu in diese Liste aufgenommen. Ist natürlich ein riesen, ist eine große Ehre für mich natürlich, mich in dieser Liste wiederzufinden. Aber ich hab irgendwie gesucht und ich habe. Warst du jetzt besser oder schlechter als Greta Thunberg? Ich war vier Platzierungen schlechter. Was ich aber auch, also Wüstenherz, der Trip meines Lebens, war natürlich ein sehr wichtiger Film. Und dass da die Fridays for Future nur marginal wichtiger ist, kann ich nachvollziehen. Also ich finde, es ist absolut im Verhältnis. Vier Plätze. Ist absolut im Verhältnis. Wen ich jetzt aber nicht gefunden habe, ist Birte
Bitte, 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 bitte. Ja, aber das liegt, bitte, ich bin underground. Ja, nee, verstehst du? Nee, ich bin nix, Subkultur. Du warst nicht da drin in der Liste. Nee, ich bin. Habe mich kurz gewundert. Na, du weißt, ich bin wie mein Fußballverein, St. Pauli, ich bin zweite Liga. Ich bin zweite, Subkultur. Ach, du gehörst zu den 2500 Promis des Jahres. Ja, ich bin einfach Arthouse. Weißt du, ich bin nicht auf die 12 hier Popkultur. Ah. Ich bin Arthouse, Underground. Ich bin St. Pauli. Ich das bin heißt, Craft du bist Beer, nicht, du bist Industriebier. gut, aber ich habe dich lustigerweise trotzdem gefunden. Und zwar in der Okay dieser Woche. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber da steht ein Foto von dir in so einem kuscheligen Pullover. Von mir? Ja, und dann steht da drunter, genauso tödlich wie ein Herzinfarkt. Was? Genauso tödlich wie ein Herzinfarkt, gefährliche Blutvergiftung. Und da ist dann ein Foto von dir oben drüber und dann da unten steht halt, wie schwer so eine Sepsis enden kann. Und, du hast ein Foto von mir in der OK gefunden? Ja. Schick mir das, jetzt sofort. Ich schick dir das, auf jeden Fall, es ist kein Problem. Jedenfalls war ich dachte, ich bin so sexy, dass ich tödlich bin wie eine Blutvergiftung, verstehst du? Ja, es ist ein Foto von dir und steht da gefährliche Blutvergiftung. Jedenfalls war es interessant zu sehen, was jetzt so diese Regenbogenpresse halt für Themen sich so ausdenken, weil die haben ja nichts, worüber sie jetzt schreiben können, deswegen müssen sie ja irgendwas erfinden. Und dann war halt so. Wie kann man, das ist das hässlichste Foto von mir, das es gibt. Ich hasse euch, fucking okay. Ich fand, das war ganz gut. Ich finde, da kommst du ganz gut rüber. Dann ist da ein Foto, da sehe ich aus wie die Kanzlerin. Das, weißt du, von wann das Foto ist? Das ist ungefähr 15 Jahre. Nein, das ist ungefähr 15 Jahre alt. Das kann man ja immer sagen, Birte. Also, ist es, ich schwöre. Das kann man immer sagen. Ich habe dich neulich noch in dem Pullover gesehen, wahrscheinlich zum gleichen Tag entstanden. Den Pullover habe ich überhaupt nicht. Jetzt habe ich zurückgescrollt und da war jetzt das Foto von dem Penis. Boy, Mann, scheiße. Habe ich das nochmal gesehen? Es gibt ja Menschen, die schicken Dickpics ohne erigierten Zustand. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das? Das habe ich auch. Das glaubt ja immer keiner. Niemand glaubt, wie viele Dickpics man als Frau kriegt. Ich weiß, ich kann das hier nochmal für alle in aller Öffentlichkeit sagen. Wir verstehen auch alle nicht, warum wir Dickpics kriegen. Ja, wir zeigen die uns gegenseitig, aber wir finden die nicht gut. Wir machen da Witze drüber, Leute. Darum schickt die doch einfach nicht. Das ist total dumm. Ja. Das ist total dumm. Bitte schickt mir jedenfalls keine Dickpics. Die bunte diese Woche. Ich habe jetzt ein bisschen geschaut, was sie jetzt gerade schreiben. Die bunte hat sehr, sehr viel über die englische Königsfamilie geschrieben. Also keine Ahnung, Meghan ist sauer auf die Familie, die Queen ist sauer auf Harry, Harry ist sauer auf William, William ist sauer auf Camilla, Camilla macht sich Sorgen um Charles und Kate ist sauer auf Meghan. So, das war eigentlich die bunte, zusammengefasst. In Touch hat geschrieben über Let's Dance und wie es da kein Publikum mehr gibt und wie viel Druck da auf allen ist und so. Dann über die Überlebenschancen von Liebespaaren, Heidi und Tom, 100%. Natürlich, ja, Heidi und Meghan Tom und sind... Harry. Dann haben sie über so ein bisschen was über Fashion, Kosmetik und Haare, was ja auch jetzt gerade so eigentlich so unsinnig ist, weil man kann ja jetzt nicht, also selbst wenn man schöne Haare oder sich gut geschminkt hat, man kann es ja nicht wirklich aufzeigen, also man kann es ja nicht wirklich vorzeigen. Na, man könnte, und dann bei Zoom-Partys könnte man das dann zeigen. Ja, aber du weißt ja selber, das kommt ja nie richtig rüber, dann ist es verpixelt und so weiter. Also es ist ja nicht die beste Arena für sowas. Und dann die OK hat über die besten Workouts zu Hause und dann so alte Stories aufgegriffen, so Jan Fedder und seine Witwe, wie engagieren sich jetzt Promis und dass Tim Melzer von der Pleite ist und so. Also irgendwie war das alles recht mau und deswegen wollte ich eigentlich vielleicht nächste Woche so ein bisschen drüber reden, was halt vielleicht ganz gut ist an dieser Zeit, dass wir so ein bisschen den Blick auf die Dinge richten, die wesentlich sind.
die nicht die vielleicht ein bisschen wichtiger sind, genau. Die so ein bisschen, du meinst, es gibt Dinge, die wichtiger sind, als wer im englischen Königshaus auf wen sauer ist? Nein, da gibt es natürlich nichts. Oder ob ich vor 25 Jahren mal eine Blutvergiftung hatte? Das ist immer noch das bewegendste Thema, glaube ich. Auf, ich verstehe das. Ich verstehe das. Das ist auch gefährlicher. Ich meine, guck mal, Corona, aber Blutvergiftung kannst du, du gehst in den Garten, piekst dich mit einer Rose in den Daumen, zack, bums, Sepsis. Ne? Und vorbei, alles. Vorbei, alles vorbei. Tödlicher als ein Herzinfarkt. Ja, mit Schauspiel mehr, bitte. Nee, alles vorbei. Alles vorbei. Das sag ich dir. Also insofern, was könnte wichtiger sein? Es war ja, sofern ich mich erinnere, war es ja tatsächlich so, dass du fast durch diese Blutvergiftung damals, für alle, die es nicht wissen, bitte, hatte eine ganz schlimme Blutvergiftung vor einiger Zeit. Und es war ja kurz davor, dass dir dein Arm abgenommen wurde. Genau. Ich glaube, dass du, wenn du den verloren hättest, du hättest eine noch steilere Karriere hingelegt, als du es jetzt hast. Ist es überhaupt möglich, eine noch steilere Karriere hinzulegen, als ich das gemacht habe? Ja, aber ich glaube, du hättest dir wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, hättest du dir verschiedene Prothesen besorgt. Also du hättest dir einmal so einen Metallhaken, einmal so, weißt du, so, es gibt ja auch diversen Sci-Fi-Filmen, wo man sich so einen, keine Ahnung, einen Laser anschrauben lassen kann. Laserschwert. Ja, du hast recht. Ich hätte bei Fluch der Karibik mitgespielt und bei Star Wars. Könnte ich mir gut vorstellen. Du hättest es halt irgendwie gut vermarktet. Ja, natürlich. Ich hätte the shit out of it vermarktet. Du hattest eine Opportunity, die hast du verstreichen lassen. So, jetzt sagen wir aber ciao und wir hören uns nächste Woche. Und wir danken Robbie Hunke und Miriam Käffert für ihre wunderbaren Gastauftritte in dieser Sendung. Habt frohe Ostern, bleibt schön alleine, nur ihr und der kleine Hase. Nur du und der Hase, der Osterhase. Wieder was gelernt. Erstens. Die Kehrwieder Kreativbrauerei gibt es seit 2011 und Olli und Julia, denen die Brauerei gehört, sind mit Sack und Pack in 2012 von Miami zurück nach Hamburg gezogen und haben dort dann ihr erstes Bier gebraut. Erst als Kuckucksbrauer, was wir ja auch schon öfter besprochen haben, seit Oktober 2014 hat die Kehrwieder Kreativbrauerei aber auch einen festen Standort im selbstkonzipierten Sudhaus in Hamburg Süd. Und zweitens. Das Schloss Baldern befindet sich laut Wikipedia immer noch im Besitz des Fürstenhauses Oettingen-Wallerstein und es beherbergt heute noch eine der größten privaten Waffensammlungen Deutschlands. Das klingt wie ein gefährliches Schloss. Und drittens, ihr lieben Schaumi-Schaumis, habt uns bei unserer Challenge unsere Titelmelodie von Schaum geboren auf allen möglichen Instrumenten dieser Welt zu spielen so tolle Sachen geschickt, dass wir sie heute in der Folge als unsere Jingles benutzt haben. Schickt uns mehr, wir bleiben dabei. Danke, 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 ihr seid die Geilsten. Danke.